Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Far Cry 3. Und jetzt werden wir weiter Geld machen, wie am Ende der letzten Folge angekündigt. Weil wir brauchen einfach Geld. Es ist einfach so, ich möchte diese Waffe gerne haben. Nö. Und deswegen suchen wir jetzt weiter Geld. Juhu, Geld suchen. So, erreichen den angegebenen Ort, haben wir erledigt. Was ist jetzt? Finde und töte den Kommandanten mit dem Messer. Okay. Hier soll also irgendwann ein Kommandant rumlauern. Wir sollen ihn mit einem Takedown ausschalten. Gut. Ich hab geschossen. War mein Vergnügen. Okay, Leichen durchsuchen, ne? Bisschen Geld. So. Einfach nur, um weiter Geld zu kriegen, weil jeder Cent hilft. Das wissen wir ja. Oh, da liegt auch noch ganz viel Geld. Wenn ich das ja nicht mitgenommen hätte, ne? Alter, dann hättet ihr mich aber hauen dürfen. So, was ist das denn hier? Gut. Zwar 600 Meter, aber ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Oh, hier liegt noch einer, den ich noch nicht geplündert habe. Böse bin ich ja. Und hier sind auch noch Kisten, die ich natürlich auch ganz... Ach ja, toll. Ist auch wieder dieses Gebiet, wo wir nicht an die Kisten kommen, weil die wahrscheinlich in einer Höhle unterirdisch sind. Ne? Ich würde sagen, wir fahren mal hier über die Hauptstraße und nehmen nicht irgendeine komische Nebenstraße. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich so eine Nebenstraße nehmen. Oder wir fahren einfach gegen den Felsen, weil wir Idioten sind. Oder ich ein Idiot bin. Ihr habt damit ja nichts zu tun. Ihr guckt es euch ja nur an. Ne? Boah, es ist noch weit. Na gut, weit ist es jetzt ja nicht mehr. So, Ziel ist ja schon in Sicht. Was soll ich denn da jetzt tun? Wäre ja nett, wenn ihr mir erstmal das sagen könntet. Erreichen einen angenehmen Ort. Fertig. Finde und töte. Blablabla, nicht Kommandant mit einem Takedown. Gut. Da haben wir einen. Da haben wir den Hund. Okay, ich soll einfach nur den Kommandanten mit einem Takedown töten. Der Rest ist ja scheißegal. Nur den Kommandanten. Ne? Erster ist der Kommandant. Okay. Gott, Mission erledigt. Hallo. Tut mir leid. Weißt du doch. Will, das wollte ich doch gar nicht. Das war doch total unabsichtlich. Oh, da um so eine Kiste. Mann, 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 da wollte ich doch glatt nicht mitnehmen. So, auch diese wunderschöne Leiche plündern wir. Zack, nehmen wir alles mit. Ob ich mittlerweile echt alles ausräuber, ne? Weil ich es einfach brauche. Das ganze Geld. Das Geld, ne? Ich brauch's ja. So, Karte. Nächste Mission. Wo haben wir sie? Da oben haben wir eine. Nehmen wir doch gleich die. Oder? Und ich trinke einmal was. Sehr lecker. Welch wunderschönes Getränk, das mit C anfängt, mit
Oka-Cola aufhört. Welch wunderschönes Getränk. Oh, hier sind gleich drei Aufträge. Ist natürlich auch schön, ne? Gut, der ist noch 200 Meter entfernt. Wahrscheinlich auch irgendwas mit Takedown. Ne? Wahrscheinlich. Oh, haben wir irgendwie ein Jetski oder so stehen? Nö. Na gut, dann gehen wir halt zu... Dann schwimmen wir halt einfach mal eben schnell rüber. Ich denke mal, das kriege ich gerade noch hin. Ne? Oh, ich bin schon so lange am Aufnehmen. Das glaubt man gar nicht, wie viele Folgen Far Cry ich heute schon wieder produziert habe. So, was ist denn die Mission? Sag mir das mal. Finde und töte den Kommandanten mit einem Takedown. Bla, bla, bla. Langweilig. Schade, dass du nicht der Kommandant bist. Weißt du das? Das ist wirklich schade. Das würde es ja ziemlich einfach machen, ne? Oh, hier oben sind aber auch noch ganz viele Schätze, die ich natürlich gerne mitnehme. Ja, ja. Ja, ja, alles gut. Ich finde dich und wenn es das letzte ist, ich habe keine freie Schussmarke. So. Hallo, ich habe gesagt, Leiche plündern. Nicht Waffe wechseln. Leiche plündern. Hier auch Leiche plündern. Alles nehme ich mit. Alles. Warum denn was liegen lassen, was man brauchen? Oh, nicht die Waffe wechseln, Idiot. Leiche plündern. Mann, ich will nur endlich das Geld zusammen haben, ne? Damit wir endlich mal wieder mit der Story fortfahren können, dann würde ich sagen, nochmal kurz Karte, einmal wieder, zack, einmal zurück da, damit wir das, was gibt's da, sorry, Anna. Ah, okay, alles gut, hier einmal kurz integrieren, ne, nicht alles verkaufen. Weil das Fell will ich ja noch ganz gerne behalten. Ne, das Fell würde ich nämlich ganz gerne noch behalten. Mal gucken, was es mir noch bringt. Hier haben wir noch eine Kiste. Die wir uns natürlich auch ganz gerne angucken. Ah, wir haben genug Geld. Wir haben genug Geld. Wir haben genug Geld. Sehr schön, wir können noch mit in dieser Folge mit der Story fortfahren. Denn wir haben tatsächlich genug Geld. Alter, geil. Ich mach einfach schnell so. Zack. Dann kaufen wir uns die mal, ne? Jetzt haben wir jetzt noch wenig Munition. Ich bin auch doof. Ich habe sie nicht ausgerüstet. Ich habe sie nur gekauft. Aber nicht ausgerüstet. Statt der Waffe. So, wollen wir sie doch mal angucken, ne? Die wunderschöne neue. Oh, Alter. Okay, es hat sich gelohnt. Alter, hat sich das gelohnt. Diese Waffe zu erkaufen. Zu kaufen. Boah, hat sich das gelohnt. So, dann machen wir eben schnell eine Schnellreise. So. So. Und jetzt. Boah, wie geil die Waffe einfach aussieht, ne? Feiere ich ja gerade ein bisschen.
Einfach Start. Wie weit ist das noch entfernt? Zu weit, um es zu laufen. Deswegen nehmen wir uns dieses Auto, das hier steht. Okay, ich bin gerade begierig auf einen Kampf mit dieser Waffe. Na gut, wer wäre es nicht, ne? Ausprobieren wollen wir sie ja jetzt auch, ne? So ist das eben. So. Irgendwie fahre ich schneller als die. Mann, jetzt bin ich wegen denen da reingekracht. Nur wegen denen. Bug, bin ich schon an dir vorbeigefahren oder was? Sag doch was, Bug. Schrei doch hier, wenn ich an dir vorbeifahre. Mann, Mann, Mann. Oh, bin leicht zu früh ausgestiegen. Aber ich dachte schon, hier wäre das. Aber dabei ist das erst hier hinten. So. Moin, Bug. Der Kompass zeigt bergab. Was? Kein Hallo? Oh, wie schade. Geschichte. Captain Ling Kongs Grab. Die Legende behauptet, dass der da voll auf Pharao machte und sich ein Grab bauen ließ, bevor Zheng He kam und sein Reich einstampfte. Aber niemand wusste, wo das Grab ist. Doch, ich tippe mal. Bon voyage, Mann. Kein Problem, das kann ich schaffen. Ich soll jetzt gerade nicht im Ernst da runterspringen, oder? Es scheint wohl so. Erstmal Luft holen. Und jetzt tauchen. Nicht. Da einfach nur hingehen. Ach ja. Ah. Ah. Okay. Sag das doch. Und schweige da nicht einfach irgendwie vor dir hin. Sag es doch. So. Dann ab in die Höhle. So. sind hier wieder die Männer von Vaas? Oder was? Von der alten Vase? Was machen die alle hier? Hat Bug die etwa geschickt? Alter. Oh, Alter, die Waffe macht Spaß. Geld nehmen wir immer gerne mit, ne? Können wir immer eigentlich gebrauchen. So. Nein. Oh, Handy. Oh, scheiße. Okay, hat doch ganz gut geklappt. Oh ne, ich brauche Munition. Nein, die gebe ich nicht weg, die Waffe. Scheiße. Gut, ich habe keine Munition mehr für die Waffe. So. Nee, einfach keine Munition für die Waffe. Schade.
Tja, der ist wohl nicht mehr so weit gekommen. Boah, Alter, 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 beruhigt euch, beruhigt euch. Beruhigen, habe ich gesagt. Mach ich doch, alles gut. Wie gesagt, beruhig dich. So, alles gut, ich wehr mich doch schon. So. 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 Sieht ganz gut aus. Also ich glaube, da unten haben wir ein bisschen aufgeräumt. Na gut, aber nach da unten gehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.